Du stehst immer noch hier? Ah, jetzt darf ich durch. Drenki, vertrau ihm nicht! Dieser Mann ist ein Nachahmer. Wie dumm ist das denn? Och nö, nicht Charlie! Oh Mann, nee, was ist denn das? Ich hätte es doch bescheuert! Was soll das denn? Gott. Was sind das für unnötige Kämpfe? Oh. Das ist so gar nicht mal wenig bei Level 43. Aber geht. Ich denke, dass ich den Kampf sogar noch in die Folge hier reinpacke, weil ich jetzt so viel Laufweg drin hatte. Vielleicht. Aber ich fange schon wieder an, so von wegen, eventuell mache ich dies. Und dann mache ich es doch nicht am Ende. Ist das denn überhaupt... Nee, ist jetzt schon ein Feentyp mit, oder wie? Gibt's ja gar nicht. Ich habe jetzt überlegt, Fee würde das ja wahrscheinlich neutralisieren und dann... Puh, kaum zu glauben. Damit schon Level 43 für Bodeleben. Alakazam, das schafft jetzt aber auch meine Ziege hier. Ich habe schon wieder ein Item da so gesehen. Dich hau ich aber locker in die Tasche, du. Ja, das nützt dir aber nichts, weil ich trotzdem physisch angreife. Cool. Oh je. Yeah. Wenn das jetzt... Oh Mann. Was wird denn das bitte? Okay. Musst du wissen. Und noch Umbreon E. Kann ich das gut weghauen? Ja, hier mit Stärke. Komm. Easy, aber... Das ist nicht weiter schlimm. Der... Oh Gott. Jetzt kann ich noch nicht mal mehr raus. Warum die setzt ja keine Tränke ein? Och. Verfickt! Jetzt werde ich sowieso in die nächste Folge schneiden müssen. Es dauert mir das zu lange hier. Komm durch. Dann staubt die EP halt jemand anderes ab. Geht das? Nö. Das könnte reichen. Und selbst wenn nicht, dann hat es bestimmt Ruxukib. Ich hätte eh Ruxukib noch hinterhergehauen. Ich kenne die Evoli-Dinger doch. So. Passt. Aber dafür habe ich jetzt hier ein Level up, oder? Ja. Ich glaube echt, dass ich Magneton bald aus dem Team schmeiße, wenn es nicht mal langsam eine anständige Attacke lernt. Ich kann mich nicht nur mit Funkensprung durchschlagen auf Dauer. So, Charlie ist weg. Jetzt müssen wir den Leader finden. Gut, und ich heile mich dabei. Hier hat es noch ein Item. Wie viel Schutz habe ich jetzt schon bekommen? Viel Schutz. Wenn du nach unten schaust, dann siehst du den Yada Lake. Ist das die Mucke? Golden Temple. Jetzt wird es ja hier ganz abenteuerlich.
Mal noch ein bisschen hier umgucken. Oh, ich habe die Musik kurz wieder ausgestellt. Oh, du machst die tolle Musik kaputt mit deinem hässlichen Kack-Roselia. Wieso hast du eine Roselia? Es gab schon genug Trainer mit Roserade. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Risikotackle ist ja mal Bombe. Ja, ich will mich jetzt so ein bisschen beeilen nach der letzten Folge, bei der so viel Zeit für den Rätselmeister Hin- und Rückweg draufgegangen ist. André Seele ist ein guter Tänzer. Oh, du hast auch die Mucke. Jeder hier hat... Donald. Du bist aber nicht Donald Trump in disguise. Donald Trump unterwegs. Oh, die Attacke wollte ich gar nicht machen. Naja, ich gehe mal davon aus, dass es hier kein One-Hit gewesen wäre mit Risiko-Tackle, dann geht das schon. Geistlein levelt jetzt hoffentlich gut mit wieder. Ja, diese Kadaver, die kommen auch immer häufiger. Die machen allmählich der Macholo-Evolutionsreihe Konkurrenz. Aber dafür sind sie super leicht zu besiegen. Donald, ich war kein Gegner. Du hast deine Seele stärker gemacht. Immer Schutz, ne? Schutz, 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 Schutz. Was ist los hier? Hat es da draußen gerade geknallt? Hat jemand Geburtstag heute hier am Samstagabend und veranstaltet eine Feier mit Böllern oder wie? Ja, ich guck nur mal, ob hier wieder Items versteckt sind. Aber es sind nur Low-Level-Pokémon, die mich anspringen. Ich habe das Gefühl, ich gehe das Spiel gerade rückwärts durch, als es eigentlich geplant war. Weil die Level der gegnerischen, also der wilden Pokémon immer niedriger werden. Hm, eigentlich sollte der Weg durch das Spiel so rum sein, aber ich habe keinen Bock mehr, das zu ändern. Hallo, Drenki, schön, dich zu sehen. Lass nicht wieder kämpfen. Ihr Name ist Kataya, die kenne ich noch. Sie war doch die Arenaleiterin von Ember Yellow Town. Gut, dass wir das zum 100. Mal erwähnen. War ja nicht schon in der dritten Folge oft genug gesagt worden. Ist das gerade der... Ist das derselbe Dialog? Hä? Ist das derselbe Dialog? Der kommt mir gerade sehr bekannt vor. So, und damit Nummer 3. Der dritte Kampf gegen den ersten Arenaleiter, ich check es nicht. Ich check den Sinn davon nicht, Leute. Ich... Weil das ist nicht spannend in irgendeiner Form, denselben Arenaleiter dreimal zu besiegen. Klar, könnte man das auch bei den Rivalenkämpfen sagen, aber ich finde das bei einem Arenaleiter nochmal besonders bescheuert. Weil der Arenaleiter... für mich eine richtig besondere Person darstellt, die man eigentlich nur einmal bekämpfen sollte, um den Orden zu erringen und danach nie wieder. Deswegen finde ich das so dämlich, dass ich jetzt diesen ersten Ritter damit dann zum dritten Mal bekämpfe. Am Ende ist er noch der Champ oder so. Ja, ich habe mich jetzt hochgeschlafen vom Arena-Leiter zum Champ. Lass uns nochmal catchen. Hm, was wird er wohl noch haben? Etwa Schlapphor und Porygon Z? Das ist ja übelst herausfordernd und habe ich noch nie gesehen. Ja, ich beiß dich kaputt. Komm, vergiften bitte. Menno. Ja, Runde verschwendet wieder. Mach so weiter.
Wobei, ist es technisch gesehen eine Runde verschwendet, wenn es dann sowieso nochmal angreifen kann? Okay. Hat der Tränke benutzt? Ja, oder? Ich glaube, der hat Tränke benutzt, weil er ja eben erinnerter ist letztendlich. Ja, dann mache ich erstmal Synthese. Nee, der benutzt keinen Trank, aber er slasht mich gerade so ein bisschen tot. Ach, Mann, ey. Du hast doch eh keine Chance, Mann. Jetzt stirbst du durch das Gift hier. Und Porygon Set, ja. Oh, nö. Okay, also mit einem Hyperstrahl hätte ich jetzt nicht gerechnet. Fuck! Das war jetzt böse. Immerhin musst du dich jetzt hochheilen. Also, hol dich hochheilen, immerhin musst du dich jetzt rechargen. Also das wird dir aber hier nicht viel bringen. Deswegen habe ich hier extra Magneton reingeschickt. Boah, Alter, ist das heftig! Das hat trotzdem gereicht! Krass! Kann Fassade jetzt nicht umgekehrt funktionieren, sodass ich mehr Schaden mache, wenn der Gegner eine Schadensfindung hat? Wie heißt das denn? Es gibt so eine Attacke, die das genau macht, ne? Hex, glaube ich. Hex heißt die. Aber wie heißt die denn auf Deutsch? Wie heißt ein Hex auf Deutsch? Das wird es jetzt auch für Raffina gewesen sein. Der Hyperstrahl zieht mich gerade komplett in den Arsch, ey. Ich weiß nicht, in welchen Arsch, aber er tut's. Ich bin aber schneller. Tschüss. Das war auch böse. Also bis auf einen Pokémon alles tot. Nur durch die Hypersträhne. Ich hab mal wieder verloren. Zurück. Ich brauche unbedingt ein Pokémon, bei dem man eine Mega-Entwicklung sehen kann. Ich will wissen, wie das aussieht. Ist mir jetzt mal so eingefallen. Das werde ich garantiert auch noch zeigen, also keine Panik. Alles zu seiner Zeit. Mit wem habe ich Lust zu kämpfen? Hier. Tüdelü, meine Vogel-Pokémon. Ich habe ja mittlerweile herausgefunden, dass Amidiffel keinen Kampftypen hat. Insofern kein Problem. Ihhh. Aber es ist das stylische Father Snob, dafür bekommst du, ja, Style Points. Ich greife eh nur an. Ha! Das war nix. Dein Herz? Was ist mit deinem Herz? Dein Herz schlägt für Pokénarv-Eintragungen. Oh, er plant eine nächste Show. Na dann viel Glück dabei. So jetzt. Oh. Alter, Kindwurm gibt's hier. Aber ich habe ja schon einen Drachen. Ich brauche ja auch keinen Kindwurm. Ziemlich weit gefächertes Gebiet hier. Was sind das für Leute? Ich habe Angst. Ich gehe erstmal hier hin. Das ist der goldene Tempel. Abbot heißt das Abt? Wahrscheinlich schon. Sheba. Im Moment heißt es Sheba oder Sheba, diese Katzenfuttermarke. Oh, was haben wir hier denn Schönes? Sehe ich jetzt erst.
Hab kurz weggeguckt, weil ich in Gedanken versunken war, wie das Katzenfutter heißt. Das gefällt mir nicht. Wenn jetzt eine Drachenattacke kommt, dann... Nee! Outsmarted! Richtig outsmarted! Hilfe? Das macht mir Angst gerade, das Ding. Ich muss Budgetin reinschicken. Das hätte richtig zerstören können. Oh, das war Irokex. Das ist auch nicht gerade der angenehmste Gegner. Hab bloß nicht die Flugattacke. Bei einem Astrainer könnte ich mir sowas nämlich sogar vorstellen. Ach du Scheiße, ey. Ja, kick mich wieder. Macht alles nichts, ne? Oh, die Attacke ging daneben. Oh, schade! Kannst jetzt daneben springen. Mach mal High Jump Kick und spring daneben. Nö. Die Wünsche, die man hat, werden nicht immer erfüllt. Vor allem nicht an meiner. Das ist jetzt so ein Moment, bei dem könnte ich mich normalerweise halt totlachen. Aber es gibt eben auch Dinge, die sind so bekloppt, da kann man in dem Moment gar nicht mehr lachen. Es ist halt echt passiert. Es ist wirklich passiert. Der hat's gemacht und ist daneben gesprungen. Ja, der Lacher kam jetzt spät, ne? Es war erst dieser anfängliche Schock, dass es passiert ist und dann kam jetzt der Lacher. Wer mit solchen Attacken spielt, muss nun mal damit leben, dass es auch ein negatives Ergebnis bringen kann.